Willkommen zurück zu Mario Kart Wii. So, es geht weiter mit... Ja, womit fahren wir denn hier heute? Ach, mit Knochentrocken. Wir fahren mit dir. Und wir haben hier von den kleinen Fahrzeugen haben wir so wenig freigeschaltet. Tja, naja, dann ist das so, ne? Dann ist das so. Und dann gibt's in den Bananen-Cup. Bananen-Cup. Es liegt daran, man muss hier teilweise in dem Spiel ja... Bestwertungen ablegen, um überhaupt hier auch irgendwas erreichen zu können. Und teilweise auch, du kannst die ganze Zeit Erster werden, aber du musst dich auch auf dem ersten Platz halten, um Sachen freizuschalten. Und dementsprechend kommen dann auch solche Punkte daher, dass es an einigen Punkten halt einfach fehlt oder dass man halt ihre Charaktere sehr spät teilweise erst freischaltet. Und ja... Und muss ich ehrlich sagen, das ist auch so ein bisschen... Das macht das Gameplay relativ schwierig. Wenn man aber weniger Zeit hat und nicht die Zeit hat, alle Camps so auf so ein Niveau zu fahren oder sonst was. Oder es auch einfach nicht möchte oder einfach nur Casual Mario Kart spielen möchte. So was ja Mario Kart eigentlich auch mittlerweile eigentlich ist. Auch ein Casual Game. Auch auf die neueren Teile bezogen. Und die Wii wollte auch eine Casual Konsole sein. Für die Casuals. Finde ich das ein bisschen nicht so toll. Dass du dann letztendlich dementsprechend musst du grinden und skillen, um auch richtig was erreichen zu können. Ja, Todd, freu dich mal. Und ja, deswegen, das hat diesen kleinen Beigeschmack, der mir halt an dem gesamten Spiel auch so ein bisschen nicht mehr gefällt. Ich meine, ich habe früher als Kind habe ich das Spiel wirklich sehr weit durchgespielt gehabt. Ich habe eigentlich wirklich fast alles gehabt, außer das rote Mii-Outfit. Aber sonst hatte ich eigentlich alles gehabt. Und na gut, aber als Kind war man auch, hat man noch Zeit gehabt und war auch völlig umgegangen, muss ich. Ja, ohne andere Sorgen so ungefähr. Aber mittlerweile, jetzt mache ich das hier als Let's Play und dementsprechend möchte ich da auch hier keine 100% machen müssen oder. Will ich auch gerade nicht. Weil, nein. Das tut ja nicht Not. Und ja. Habe ich dich. Oh. So, einmal. Boah, war ein bisschen kalt, war ein bisschen kalt. So, aber wir können ja wieder an allem vorbeiziehen. Oh, okay. So, gut. Und haben noch ein Abwehr-Item. Hat ihn noch getroffen. Okay. Sehr gut. 15 Punkte für uns. Und daraufhin geht's weiter. So, der Schallgeist dran wieder mal. Und ja. Genau. Richtig, deswegen, ich finde Mario Kart 8 Deluxe in der Hinsicht ist dagegen aber auch ein zu leichtes Beispiel auf die Charaktere bezogen. Ne? Du hast natürlich alles sofort freigeschaltet an Charakter bis auf Gold Mario, also sprich eine Variation eines Charakters. Ansonsten ist wirklich alles schon freigeschaltet. Und auch bei den Strecken ist alles frei. Sofort an, so von wirklich sofort. Und irgendwie, das gefällt mir auch nicht, ne? Also sprich Mario Kart 8, wo du teilweise da alles freischalten musstest. Also eben ganz normal. Das fand ich noch umso besser. Aber das war auch nicht übertrieben. Sondern eben wirklich... Tot. Hehehehe.
So, und vor uns ist nur noch Bowser. Weg mit dir. Ups. Und dann muss ich hier lang. Dann haben wir wieder eine Banane. Banane für uns. Wenigstens habe ich heute mal nicht ganz so viel mit den Krabben zu tun. Bisher. Weiß ich auch nicht. Vielleicht kann ich heute irgendwie ein bisschen besser einschätzen, wie die jetzt laufen. Oder weiß ich auch nicht. Kabum. Oh. Gut. So, wo ist Bowser hin? Weg. Der ist irgendwo ganz weit weg. Und wir durften Erster werden. Wo ist er denn? Vierter geworden. Na gut. Ist ja wirklich noch in Ordnung. Für uns. Dass wir Erster sind. So. Piaziale Delfino. Dave haben wir wieder mal. Bin jetzt jedes Mal, wenn ich den Namen so sehe, nochmal am Grübeln. So muss ich das richtig aussprechen. Also mache ich das auch so. Oder wie auch immer. Ich wollte gerade weit driften. Auch verkehrt. So, einmal. Zweimal. Und. Dreimal. Na, hätte ich auch bewahren können, hier für diese Passage. Naja, dann nicht. Danke, dass du es geöffnet hast, Bowser. So, okay. Bowser hat auch richtig Bock auf Stress. Der hat richtig Bock. Und dann starten wir uns ein neues Item. Eine einfache Banane. Ich hoffe, die trifft dich selbst. Oh, der hätte mich getroffen. Bowser. Mensch, Bowser. Cool, aber ich wünschte, ich hätte mal einen Pilz bekommen oder so. Ich wollte es versuchen irgendwie, aber ja. Bitteschön. Hat toll getroffen. Mal vorbei euch an euch. Zweiter Platz. Mensch, Mensch, Mensch. Na, das will ich haben. Ich hab einen Pilz! Ja, ich hab einen Pilz! Ah, wunderbar! So, der hat mir eh nichts gebracht. Von daher einfach ablegen, wie immer. Oh, wunderbar! Aber da ist mal ersten Platz. Ich glaube, die Retro gab's, sie laufen wieder! Ah, so soll es auch sein, so soll es auch sein, ne? Gut, nächstes Rennen, nächstes Rennen, nächstes Rennen. Und da gibt es noch einmal die Waluigi Arena. Und ja, 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 so machen wir das, ne? Ah, Items? Nö.
Eine Nachricht. Warum? Ich habe doch alles dumm geschaltet. So, passt auf, was er hier tut. Hier wird uns gleich wieder platt gekupert. Da ist keiner mehr. Ah, okay. So, einmal über dich rüber. Tschüss, Bowser. Das hast du verdient. Bleib mir weg, mir weg. Bleib mir weg mit den Wolken. So, unser Item schon mal. Oh, Todd. Todd. Ja. So, okay. Alles klar. Nein, nicht alles klar. Fast alles klar. Nein, nein, ja. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. So, jetzt einfach nur noch überleben. Überleben und vorne bleiben. Wieder mal. Selbes Motto wie die ganze Zeit. Wir dürfen sie nicht an uns ranlassen. Oh, einfache Banane. Dankeschön, das Item ist sowieso besser. Das gefällt mir gar nicht. Wenigstens so schnell beschleunigt. Gut, einfach nur noch rein da. Wunderbar. Bowser macht immer nur Stress. Immer nur Stress macht der Bowser hier. Immer und immer wieder. Gut, alles klar. Aber so haben wir es geschafft. Alter, zu den Ergebnissen. Let me live in peace. Let me live it. Live in peace. Wunderbar. Goldpokal. 2 Sterne. 1 Stern. 2 Sterne. Hurra. So, und den Black Cup. Und das war's. Alles klar. Das war's. Das war's. Ja, also dann bis zum nächsten Mal. Und ciao.